Hey Leute, David hier von Idesignage. Was geht? Heute mal ein relativ einfaches Tutorial, wie man einen Rubik's Cube erstellt. Schwieriges Wort. Und fangen wir gleich mal an. Also erstmal machen wir uns einen Würfel. Den Würfel lassen wir erstmal so. Jetzt wollen wir den klonen, weil so ein Cube hat ja kleine Würfel, besteht aus Würfeln. Deshalb gehen wir hier auf More Graph, Clone, tun den Würfel zum Cloner rein. Jetzt machen wir Folgendes auf dem Cloner. Gehen wir von Lineal auf Gitter, sodass wir so einen Würfel haben, der aus Würfel besteht. Und machen halt die Anzahl 3, Höhe, Breite und weil halt so ein Cube hat halt 3 Würfel in sich. Machen dann die Größe, allerdings ein bisschen größer, und zwar 405 ungefähr. 405 und 405. So, allerdings ist es noch ein bisschen zu. Die Ecken sind noch ein bisschen zu hart. Deshalb gehen wir hier in den Würfel rein, gehen auf Rundungen, und bei den Rundungen machen wir nicht so rund, sondern machen wir 15. Und jetzt haben wir schon mal sowas hier. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt haben wir das soweit. Jetzt wollen wir einen Text da drauf machen. Deshalb gehen wir hier Doppelklick auf das Feld, damit eine Kugel erscheint. Dann machen wir diese schwarz, da die Grundfarbe ja schwarz ist. Und ziehen das auf den Würfel. Obwohl. Um das zu veranschaulichen, mache ich vielleicht erstmal die Textur weg, damit man es besser sehen kann. Aber prinzipiell könnt ihr schon drauf packen, wenn ihr wollt. So, jetzt wollen wir die Polygone an sich bearbeiten. Deshalb gehen wir auf den Würfel, drücken C. Jetzt drücken wir auf den Cloner nochmal C, damit der Cloner aufgeteilt wird in ganz viele Würfel. Allerdings wollen wir das jetzt haben wir halt die ganzen Würfel verschieden, jetzt wollen wir die aber als Ganzes haben. Das heißt, ups, hatte ich jetzt zusammengetan. Deshalb gehen wir hier auf den ersten Würfel, müssen wir alle selektieren. Und deswegen gehen wir auf den ersten Würfel, dann halten wir Shift gedrückt und gehen auf den letzten Würfel. Somit selektiert ihr alle. Dann Rechtsklick, verbinden und löschen. Somit löscht er die alte Reihe, also diese verschiedenen Würfel, und macht daraus einen ganzen Würfel. Jetzt, wenn ihr auf euer Polygonwerkzeug geht, habt ihr die Möglichkeit, hier die verschiedenen Sachen zu wählen. Jetzt würde ich euch zeigen, und zwar machen wir so diese Sticker, also die verschiedenen Farben, weiß, rot, orange etc. Sind ja nicht einfach so drauf geknallt, das ist ja so als so Sticker, kann man sagen. Deshalb selektieren wir uns die ganzen großen Polygone hier. Müsste allerdings aufpassen, dass ihr nicht die Ecken erwischt, sondern wirklich nur die großen Flächen hier. Ihr könnt es in eins selektieren, indem ihr halt Shift drückt haltet, also eins anklickt und dann Shift drückt haltet und dann das andere anwählt. Und wählen somit alle an. Ja. Letzten. Nein, nicht letzten, aber. Sag mir mal, wie ist eigentlich so die Qualität? Jetzt bin ich beispielsweise mit der Webcam am Laptop und die anderen Tutorials habe ich meistens mit meinem Headset. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denn für euch besser ist, so als Qualität. Entweder dieses hier, ich glaube, ist ein bisschen lauter, oder halt das Headset. So, jetzt haben wir soweit. Bis auf hier unten. So, jetzt haben wir soweit alles fertig. Jetzt machen wir einen Rechtsklick drauf, innen extrudieren.
Wählen es ungefähr auf 2,5. Haben somit das ein bisschen nach innen extrudiert. Und machen wir extrudieren nach außen, machen dann 1,5. 1,5. Und jetzt seht ihr, haben wir das ein bisschen als dicker. So, jetzt machen wir uns die Texturen drauf. Und zwar als erstes machen wir das Ganze, also gehen wir wieder in unseren Objektmodus und wählen das Schwarze erst, dann packen das erst auf alles, damit halt alles jetzt schwarz ist. So, dann wählen wir uns die anderen Texturen aus, das heißt, also sechs Texturen, eins ist weiß, so halt wie der Rubik's Cube halt ist. Dann mal rot. Dann orange. Gelb. Und ich glaube blau. Ich habe jetzt keinen vor mir, aber ich hoffe, das ist so korrekt. Ansonsten könnt ihr halt nach dem Bild googeln. Und dann wählt ihr hier die einzelnen aus. Also das heißt, ihr haltet nicht Shift gedrückt, weil sonst wählt ihr die, sonst deaktiviert ihr nicht. Heißt einfach nur auf ein so ein Ding drauf drücken und dann wieder Shift gedrückt halten, um die eine Ebene auszuwählen. Ihr könnt es natürlich auch gemixt halten, das heißt, ihr könnt dementsprechend auch verschiedene Farben wählen. Ich mache sie aber so als gelöst halt. Das heißt weiß, dann gehen wir hier oben rauf. Dip, 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 dip. 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 Machen wir hier mal. Ich kenne jetzt die Anf. Ups. Ach, da hatte ich einen Fehler gemacht. Ich hatte die jetzt noch mild angewählt. Wollen wir natürlich nicht haben. Dip, 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 dip. Ich kenne jetzt die Anordnung nicht. Ich mache das irgendwie, wie es mir gefällt. Dip. Dip, 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 dip. Und wie gesagt, darauf achten, dass ihr nur die großen Flächen wählt. Ansonsten ist doof. Ach Mann, ich Idiot. Also, wenn ihr diesen ganzen zweimal machen, wenn ihr das nicht haben wollt, dass ihr das zweimal machen müsst, dann macht das einfach genau und haltet nicht Stift gedruckt dabei. So, das machen wir gelb. So, jetzt machen wir diese Seite hier. Blau. Allerdings fehlt es nur eine Farbe, ne? Eins, zwei, drei, stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir erst. Was fehlt mir noch? Grün. Cool. Dip, 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 dip. Und da packen wir Grün drauf. So, jetzt könnt ihr die schöne Soße mal rendern. Und dann sieht das schon mal so aus. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz. Ich will sie nicht groß in Lightroom machen, allerdings mache ich hier ganz kurz mal, damit wir das sehen könnten. Licht. Ziehen wir das nach oben. Und dann einen Boden.
müssen wir dann so ungefähr. Und machen hier dann auch nochmal nicht. Jetzt müssen wir sehen. Genau, jetzt seht ihr das. Jetzt haben wir hier verschiedene. Ja, jetzt habt ihr eure Grundebene und die ganzen Sticker und so weiter und so fort. Das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Es kommen jetzt noch ein paar Videos nochmal. Die nehme ich jetzt gerade auf. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, haltet die Ohren steif und bis dann. Ich zeige euch heute mal ganz kurz, wie ihr eine Yu-Gi-Oh-Karte machen könnt.